Auch an die Nase halten. Warte, ich filme gerade, also. Ja, geil! Du kannst dir so unter die Nase halten, dann siehst du die so übel cool. Sie hat schon übel Angst. Oh Gott. Ich bin's gewohnt, man sieht halt doppelt hässlich aus in der Kamera, ne? Aber so, ich mache jetzt ein Video. Das ist immer ganz schön, immer am Anfang, wenn ich irgendwo hinkomme. Okay, Leute, ich mache jetzt ein Video. Ich bin gerade in der Kreuzberger Kinderstiftung und ich habe von der Kreuzberger Kinderstiftung ein Stipendium für mein Auslandsjahr bekommen. Deswegen bin ich hier und heute ist nämlich die Gartenfest Stipendiumverleihung für die diesjährigen Stipendiaten. Und ich war letztes Jahr noch nicht da, ich bin da schon weg gewesen, als das Fest war, weswegen ich dieses Jahr hier bin und eine Rede halten darf. Und ich bin eigentlich nicht so gut im Rede halten. Zumindest, ich habe noch nie eine gehalten, weswegen ich ein bisschen Angst habe. Aber ich mache mir einfach keinen Kopf. Hast du das vorbereitet? Ich habe mir eine riesenlange Liste geschrieben. Ich habe erst angefangen und habe komplette Sätze geschrieben, aber ich habe den Stichpunkt oben geschrieben. Ich bin mal gespannt. Wir sind gespannt. Bis jetzt ist noch nicht so viel los, weil es ist jetzt gerade, ich war ziemlich früh da, weil das Ding ist, ich bin halt auch 4 Stunden gefahren, weil das ist in Berlin und von Thüringen nach Berlin dauert es halt ein Stück. Und ich dachte, ich habe Verspätung, aber heute hatte ich mal keine Verspätung, kam einfach mal viel zu früh. Gut, immer wenn es passt, ne? Aber ich halte euch auf dem Laufenden und zeige euch das dann mal so ein bisschen, wenn hier wer da ist, ne? Halt dir einfach fest, wir erzählen irgendwas Cooles. Wenn du bist. Also wir sind hier. Noch weiter weg! Nein, ich will jetzt noch mehr. Das ganze Gelände muss drauf. Ja, siehst du das nicht? Erzähl doch! Aber meine Ausstrahlung? Also wir sind von der VB. Nicht VB. Kreuzberger Kinderstiftung. Wie ist das nochmal, wo ich gerade so viel Geld herbekommen habe? Wir sind gerade verdammt. Wie viel Geld bekommt ihr eigentlich? Wie viel Geld bekommt ihr eigentlich? Okay, ja, wir müssen jetzt mal irgendwas Kreatives bitte in meine Kamera labern. Minu! Sag mal 10 von deinem. Also, das sind Austauschschüler, die gehen dieses Jahr ins Ausland. Ich habe ja eine Rede gehalten. Oh, das habe ich jetzt nicht gefilmt. Nochmal. Einhändig. Ja, einhändig. Fall aber nicht hin, wir wollen heute keinen Krankenwagen rufen. Los geht's. Also was ich sagen wollte, ja. Ich habe eine Rede gehalten. Jetzt bitte drück doch mal aus, toll. Wie toll die Rede war. Die war scheiße. Wunderbar. Der Berliner wieder hier. Kein Spaß. Die war also, wunderbar. Das kann den Tisch spanieren. Es ging viel um Essen. Sie hat nicht mal mein Lieblingsteil. Ich habe eigentlich nur von Essen geredet. Wir haben nicht mal Geld dafür bekommen, dass wir uns das angehört haben. Ja, ich auch nicht. Ich müsste es mir auch anhören in meinem Kopf. Du hast immer die Fahrtkosten. Aber esst viel. Also, von Essen zu reden, die Erwachsenen sind voll ausgerastet. Ja, Essen ist ja auch. Ich habe zugenommen, alle so, oh mein Gott, zugenommen. Voll geil. Ich habe angefangen zu klatschen. Also bitte zitiere nochmal, was ich gesagt habe. Esst viel, ihr werdet fett. Lasst drauf ankommen. Nimmt erst wieder zu Hause ab! Den Scheiß könnt ihr zu Hause machen. 40 Kilo mehr? Ja, egal! Macht Spaß! Ich hab doch gemeint, die Höhepunkte in dem Auslandsjahr. Und dann bin ich direkt davon Höhepunkte auf Essen rübergegangen. Also, es gibt auch Höhepunkte, wann? Höhepunkte, ja. Essen. Essen und auf dem Dach stehen beim Sonnenuntergang. Ja. Das fanden die auch voll lustig. Ich weiß auch nicht, warum die das gut fanden. Das ist mir ja romantisch. Oh, da. Essen! Ja, genau. Also, sagt heute jetzt alle zusammen, wo ihr hinfahrt. Beckhausen. Brasilien, Gannewald. Nach Litauen. Brasilien. Wo guck ich denn hin? Irland. Mexiko. Finger in Po, Mexiko. Halt die Fresse. Schaut euch einfach meine YouTube-Videos an. Oh, YouTube! Ja. Ne, ihr auch? Kreativ mit G. Kreativ. Das ist sehr kreativ, ne? Hallo, super kreativ. Rede. War doch richtig gut. War richtig gut. Ja, kannst du gerne auch noch mal meinen Zuschauern bei YouTube sagen, dass ich super reden kann? Du kannst super reden. Das wissen die auch schon, aber danke schön. Ich gar nicht ins Fernsehen. Hä? Jetzt ist zu spät. Das ist auch nur YouTube, ist kein Fernsehen. Ist nur YouTube. Dankeschön. Ich bin auch nicht so alt. Und weißt du was? Hi! Hi! Oh mein Gott, eine Legria. Hi, was hast du für welche? Eine? Ja, auch dieselbe? Ein Austauschschüler, der vloggt. Legria. Mini. Sisters. Okay. Was haben wir? Nö, Legria Mini. Das gleiche, ja. Ja, Mini. Aber meine hat ein paar Kratzer, das kommt bestimmt dann auch bei dir. Ja. Dann laber ich mal dazwischen. Oh, hi, oh mein Gott. Ja, was willst du sagen? Du filmst auch, oder? Ja, wir machen gerade einen Doppelvlog, habe ich gerade. Sehr schön. Ich mache erstmal an. So, hallo. Wir machen jetzt einen Doppelvlog. Hier ist nämlich eine zweite Legria. Okay. Ja. Es sieht zwar irgendwie übelst albern aus. Ja, wir kommen beide aus Thüringen und beide aus Erfurt, in der Nähe von Erfurt. Ja, ungefähr. Also ich ziehe jetzt nach Erfurt, ich komme ja woanders her und deswegen. Ist das lustig?
Hä? Was? Vorhin was von Berlin erzählt? Hä? Ich wollte eigentlich nur fragen, er wohnt in. Weiß ich nicht. Ach, ich wollte dich nur mit reinbeziehen gerade. Hi, Jorven. Hi. Und wo fährst du hin? Chile. Und warum? Geiles Land. Würde ich auch fragen. Essen. Ja, Essen ist eh dein Lieblingsthema. Essen ist mein Lieblingsthema. Das haben wir schon mal geklärt. Und ich muss jetzt mal gucken, weil es kann sein, dass mich eine Mutter von jemandem mit auf den Hauptbahnhof nimmt. Und dann muss ich die S-Bahn nicht fahren. Kannst du bitte aufhören, dann krieg ich kein Geld. So, Joe, ich hab dein Schild jetzt nicht, Mann. Nein. Nikolas, wir müssen uns mal austauschen hier. Jo, machen wir. Hier, abonniert deinen Kanal, wie heißt der? Nix Live. Und jetzt musst du doch sagen, abonniert meinen Kanal. Abonniert ihren Kanal. Das musst du bei deinem Video sagen. Ja, mein Video. Warum? Nick da Rose. Ich wollte dich fragen, wo du die hast, weil ich brauche eine für meine Projektarbeit. Internet. Amazon habe ich die gekauft. Aber da waren nur noch Restposten. Ja. Ja. Legria Mini. Legria Mini für jeden. Und ja. Woo, es ist mittlerweile übelst die Zeit vergangen, so zur Information. Das liegt daran, dass ich vergessen habe, ein Ende zu machen und mir das gerade erst eingefallen ist, weil ich jetzt anfangen wollte, das Video zu schneiden. Weil ich bin von der Verleihung ziemlich schnell weggegangen, weil mich jemand mitgenommen hat. Und da hatte ich nicht so viel Zeit, noch ein riesen Video zu machen, weil die ganz schnell los wollten. Deswegen, weil ich musste von da aus übel viel umsteigen mit der Bahn und so. Und sie haben mich mit dem Auto mitgenommen und da hatte ich mehr Bock drauf, als umherzufahren. Und deswegen gibt es jetzt das Ende. Es gibt mega viele Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Das möchte ich nur nochmal sagen für alle. Deswegen, falls ihr auch Lust darauf habt, ein Auslandsjahr zu machen, die Kreuzberger Kinderstiftung, die gibt Stipendien für Schülerinnen von Haupt- und Realschulen und fördern die, damit sie auch ins Ausland können. Es gehen viel mehr Gymnasiasten ins Ausland als Realschüler und Hauptschüler. Und die haben es, deswegen ist da, wird das halt gefördert und das finde ich sehr gut. Ich finde das eine sehr tolle Möglichkeit. Deswegen, falls ihr euch dafür interessiert und auch gerne ins Ausland wollt, schaut unbedingt mal auf der Internetseite vorbei. Ich habe das unten in der Infobox verlinkt, genauso wie meine sozialen Netzwerke. Meine sozialen Netzwerke, so rum. Und hier kommt ihr noch zum anderen Video und dort kommt ihr zu meinem Abo. Also da könnt ihr mich abonnieren, so rum. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.